Hey Leute, ich bin's Alcordi und willkommen zurück zu Skyrim. Und ja, wir sind gerade auf dem Weg zu Kindesheim, um dort einen Drachen zu besiegen, der gerade wiederbelebt wird. Oder sogar, wenn es geht, vor der Wiederbelebung da zu sein. Und ich sollte mal aufhören, mit der Maus rumzupuchteln, oder? Wir sollten besser zusammenbleiben. Nicht, dass ihr euch umbringen lasst, noch bevor wir dort ankommen. Ah, verdammt. Eigentlich kommt, dass ich jetzt sterbe. Bei den Kommentaren. Das hat sich einfach zu schön angeboten. Fand ich. Ich entdecke noch schnell hier die Stelle. Also die Stelle vom Meisterhof. Nicht die Stelle wie die Stelle. Jetzt ist es nicht mehr weit. Kühneshain liegt gleich die Straße hinunter im Südosten. Wie schön sich auch Stelle anhört, ne? Schau mal, diese Stelle und die Stelle wie Pferdestelle. Okay, hast du deinen Pfeil rausgezogen und dir in die Seite reingesteckt? Oder ja, eine Kunst, ne? Alter, der Pfeil ist durchgeschlagen! Da ist die Spitze! Besonders hübsch ist es nicht. Da ist die Spitze! Tut das nicht weh? Das Pfeile durch deinen Rückenmark! Viele werden jetzt crashen ins Gelände, ne? Wenn du so einen feinen Rückgrat stecken hast. Ich glaube, mir wird das ziemlich weh tun. Ja, ich hab... Ja, okay. Mal schauen, ob ich ein... Nein, stimmt. Da solltet ihr nicht hochgehen. Ein Drache. Er greift an. Wo ist dieser Drache? Er ist über die Stadt geflogen und auf dem alten Drachenhügel gelandet. Ich weiß nicht, was er dort oben macht. Da. Aber ich werde auch nicht darauf warten, es herauszufinden. Ich will's rausfinden. Halt euch. Wir kommen vielleicht zu spät. Okay, ich weiß, ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Ich glaube einfach mal hier lang. Doch, ist irgendwo da oben. Boah, ist auch so zugeschneit, da sieht man gar nichts. Ist der hier? Wir kommen, glaube ich, näher, denn der Schrei wird lauter. Nur keine Ahnung, wo der ist. Ja. Sehe ich nicht, verdammt. Einfach laufen, einfach laufen. Ja, wo ist das Mystery? Wo ist es? Okay. Okay, wir sind in die richtige Richtung nach. Mal kurz ein Quick Save. Da ist der 5 vor dem Wien. Ulza! Ach, da oben, hi. Okay, ich mach nochmal ein Quick Save. Salognide. Alduin. Grodova Ulze. Langsam. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warten wir ab. Das ist schlimmer als... Hallo. Ich komme in Frieden, ne? Alter, das ist ein auch ein Bug. Komischerweise. Eigentlich sollte der aus Knochen bestehen und jetzt erst die Haut drauf bekommen. Ja. Hallo. Ihr kennt nicht einmal unsere Sprache, nicht wahr? Welche Anmaßung, dass ihr euch einen Dova nennt. Ich glaube, das sehe ich schon. Hallo. Oh, verdammt. Ich hab gehofft, er war freundlich. Okay. Hey Leute, ich bin's, Cody, und willkommen zurück zu Skyrim. Ich habe gerade keinen Plan, was eben passiert ist, wieso sich das Spiel beendet hat. Und ja, jetzt machen wir einfach mal weiter. Warte, kurz den Zauber stellen. ich beklick mich. Ja. Okay. Ich werde die Parts dann zusammenstellen und wir sind im Drachenkampf. Wieder so ein sehr schönes Bild, wie ich finde. Und nachher mal weiter auf. Sie haben dick auf die Ummel bekommen. Und der Drache ist nicht gerade glücklich uns zu sehen. Los, Bruder!
Also ich versuche mich hier hinter dem Stand zu schützen, dann... Hört meine Stimme und verzweifelt. Mann! Ach nee, denk mal, was ich und Didi gerade machen. Hey, er tritt ihn am Boden, ich hau's auf. Genau so, Lüdi. Oh, ich schon. Oh. Ja. Ich würde sagen, Aldin hat da schon ein paar Opfer, ne? Ach, kommt er wieder auf den Boden. Ja, wieso kann ich nicht rein? Ah, jetzt kann ich rein. Jetzt kann ich natürlich rein. Wie gesagt, man sollte Drachen möglichst immer auf die Flügel schlagen. Da machen sie am wenigsten Schaden. Au, au. Nein. Ich hoffe, ich habe Heiltränke, ne? Okay, ich habe ein paar. 3, 4, 5. Wieso geht's eigentlich auf mich? Er ist ja auch da. Sachen sollte man immer anschreien, wenn es geht. Ihnen sagen, also ihre Meinung sagen. Dass man die nicht toll findet und so. Eigentlich sind das recht schöne Tiere, nur... Naja, wenn die nicht gerade die Menschen fressen würden. Wie in Dragon's Proof, wo man die zähmen kann. Natürlich, greift wieder mich an, oder? Der Bisch. Okay. Das war relativ knapp. Das war viel knapper, als mir lieb ist. Ist abgestürzt. Ist das hier abgestürzt oder ist es einfach nur gelandet? Okay, er ist nur gelandet. Und jetzt schrei. Boah. Magst du übrigens wieder die Menschen beleidigt, ne? Meine Stimme ist zu lange stumm gewesen. Na, so viel wie du laberst, kannst du auch ruhig zwei Minuten. Bisschen länger still sein. Was dann? Okay. Los drauf. Sofort. Auf die Flügel. Dann gleich nicht mal fliegen. Auch er kann nicht mal fliegen. Jetzt, ja. Amanos. Wenn es geht, will ich einen Finisher machen. Den Finisher muss man vor den Wachen stehen, am besten. Okay, schade. Ach nee, was hast du erwartet? Etwas geht da vor sich. Ihr Götter im Himmel. Ich weiß schon, was da vor sich geht. Dann seid ihr also wirklich. Es stimmt, nicht wahr? Ihr seid wirklich ein Drachenblut. Ah nee, was hast du erwartet? Erstmal alles looten. Ihr kennt mich ja. Ich schulde euch einige Antworten, nicht wahr? Ja. Nur zu. Was immer ihr wissen wollt, ich verheimliche euch nichts. Wer seid ihr? Und was wollt ihr von mir? Ich bin eines der letzten Mitglieder der Klinge. Ja, der Klinge. Vor langer Zeit waren die Klingen Drachentöter. Und wir dienten dem Drachenblut, dem größten Drachentöter. Ich habe nicht noch gut an Oblivion. Seit 200 Jahren. Seit dem letzten Drachenblutkaiser suchen die Klinge nach einer Aufgabe.
Nun, da die Drachen zurückkehren, liegt unsere Aufgabe wieder klar vor uns. Wir müssen sie aufhalten.